wir denn eigentlich in Deutschland bzw. in Brandenburg einen Ärztemangel oder haben wir nur ein Verteilproblem? Ich denke, dass die Frage, woran wird Mangel festgemacht, entscheidend ist. Wenn ich einfach die Statistiken betrachte, die die OECD generiert hat, dann sind wir auf Platz 4. Auf Platz 1 nebenbei gesagt steht Griechenland mit der Zahl von Ärzten pro Einwohner. So gesehen dürften wir eigentlich keinen Mangel haben. Auf der anderen Seite erleben natürlich die Menschen, und zwar vor allem in ländlichen Bereichen, aber nicht mehr nur in ländlichen Bereichen, auch in großen Städten wie etwa Berlin, erleben durch lange Wartezeiten, wenn sie auf einen Arzttermin warten müssen, dass es ganz offensichtlich hier irgendein Problem gibt. Das heißt, wir reden eher von einem gefühlten Problem? Ich glaube nicht, dass es ein gefühltes ist. Es ist ein echtes Problem, aber ein Problem, das möglicherweise nicht dadurch geheilt werden kann, dass wir noch mehr Ärzte in den Markt schicken, sondern dadurch geheilt werden kann, dass wir andere Strukturen entwickeln, dass diese vorhandenen Ärzte tatsächlich in der Lage sind, die Patienten zu versorgen. Und nebenbei gesagt, gerade dieses ist ja eigentlich etwas, was wir im Zusammenhang mit der Lausitz-Aktion, medizinische Fakultät in der Lausitz, generieren wollen. Wenn wir mehr Studienplätze zur Verfügung stellen, wird es mehr Ärzte geben. Aber die Frage, die man mal beantworten muss, ob mehr Ärzte die Probleme, die die Patienten mit dem sogenannten Ärztemangel haben, ob diese Probleme durch mehr Ärzte lösbar sind oder ob sie durch bessere Versorgungsstrukturen lösbar sind, wie sie ja auch in anderen europäischen Ländern, die weniger Ärzte pro Einwohner haben, einigermaßen funktionieren. Aber gerade das finde ich ja das Spannende jetzt in dem Kontext der Entwicklung einer Fakultät, eine Fakultät, die sich auch mit solchen strukturpolitischen, medizinischen Problemen befasst und dort einen Schwerpunkt in der Forschung setzt.